Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute haben wir mal wieder einen Gameboy-Titel dran und zwar Navy Seals. Das hat sich der Franz Schnabel gewünscht an dieser Stelle. Vielen Dank an dich. Wenn ihr auch einen Wunsch habt, egal ob 8 oder 16-Bit, haut's einfach in die Kommentare da rein. Es sollte ein schlechtes Spiel auf einer der 8 oder 16-Bit-Konsolen logischerweise sein. Das gucke ich mir denn gerne mal an. Und das Spiel hat es jetzt erst kürzlich in meine Sammlung geschafft. Und ich habe ein kurzes Video für die Pickup-Video aufgenommen. Und da bin ich schon so über ein, zwei Sachen gestolpert. Und da dachte ich mir, hey, der Franz hat sich das ja gewünscht, das ist jetzt mal höchste Zeit, sich den Titel hier anzuschauen. Also ich glaube, er hat zumindest den Ruf, jetzt nicht unbedingt eine Komplettkatastrophe zu sein, aber auch nicht wirklich gut. Wir schauen mal rein, also es gibt eine Story, wir sind ein Navy Seal natürlich und wie man sieht, ist die Technik einfach. Wir können springen, wir können laufen und schießen, alles klar. Okay, also die Gegner sind schon mal sehr klischeehaft, würde ich sagen. Und komischerweise alle mit einem sehr kurzen Messer bewaffnet, während wir hier wirklich so eine Maschinenpistole haben und die wirklich ins Gesicht schießen. Das ist also, wenn man sich das so überlegt, auf so, ne? Also ich stehe irgendwie einen halben Meter daneben und schieße ihm, oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, und schieße ihm ins Gesicht. Okay, anscheinend, wenn die uns mit dem Messer berühren, sind wir auch sofort weg. Da scheinen die sehr flink und flott mit unterwegs zu sein. Ansonsten ist das sehr eintönig, ne? Okay, wenn wir springen, können wir nicht schießen. Das ist schon mal ein Problem. Ich weiß nicht. Ich finde es einfach so krass, dass das mal wirklich so in der Höhe des Kopfes ihn wirklich so ein paar Zentimeter daneben wirklich im Kopf schießt. Das sieht eben so drastisch aus. Okay, Platten fallen hier weg. Okay, Munition sammeln wir hier ein. Okay, ich wusste nicht, dass ihr da auf das Fass drauf springen kann. Deswegen war das gerade irgendwie etwas komisch. So. Aber an sich ist es bisher keine Vollkatastrophe. Also die Steuerung, gut, dass man im Springen nicht schießen kann. Ja, ist okay, dass das Springen ist nichts Besonderes, aber Steuerung so an sich ist jetzt nicht so schwammig. Technik geht eigentlich. Okay. Nur halt die Gestaltung. Also da hätte man noch mehr aus der Thematik machen können. Und immer dieselben Gegner. Also zumindest ein bisschen Variation, ne? Wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Also wenn man hier schon so einen schönen Action-Plattformer machen will, dann braucht man auf jeden Fall verschiedene Waffen und verschiedene Gegner auch. Achso, die Level hier, ne? Okay, gut, das ist jetzt irgendein Lagerhaus. Es wäre nicht das erste Spiel, was jetzt irgendwie in einem Lagerhaus stattfindet, aber also ich nehme an, es werden Terroristen sein, hoffe ich zumindest, und nicht einfach irgendwelche besorgten Bürger mit einem Messer, die gehört haben, dass da irgendwie einer unterwegs ist. Ah, hier steht auch Terrorist, der mit einer gezückten Maschinenpistole rumläuft und irgendwie Leute abknallt. Also immerhin die Zwischenbilder. Die sind einigermaßen gut gelungen, da kann man jetzt nichts sagen. Was ist dasselbe? Was? Wieso? Ich kann nicht nach oben schießen, aber die können nach unten springen. Alles klar. Die können die mit dem Messer schon mal mehr als ich. Also, das Umdrehen und das Schießen, das ist halt etwas träge. Das war's schon. Kein Continue oder sowas. Okay, dann machen wir hier mal Practice. Anscheinend, das werden wahrscheinlich die einzelnen Level sein. Ah, die haben wahrscheinlich gemerkt. Okay, das Spiel ist nicht einfach. Und deswegen haben sie es quasi, dass man die Level frei anwählen kann, gemacht. Das heißt, es gibt nur, was waren das, 4 oder 5 Level? Ist auch nicht gerade viel. Also für Navy Seals steuert sich das echt. Also ich weiß nicht, also unter Navy Seal stelle ich mir irgendwie etwas vor, was irgendwie schneller und eleganter unterwegs ist. Das ist ja wirklich eher so. Oh, cool.
hat die Decke mir die Arbeit erleichtert. Ein Terminator-Spiel, ja. So, ein leicht schwerfälliger Terminator oder irgendwie sowas. Das wird hier eher passen, okay. Und dass man sofort tot ist, ne? So. Also. Okay, das war mein Fehler. Also das Springen fühlt sich jetzt halt nicht super an. Das ist definitiv nicht die Stärke des Spiels. Aber es könnte auch schlimmer sein. Aber irgendwie. Es wirkt lieblos gemacht. Wir sind hier im zweiten Level. Ja? Dessen Hauptziel es ist, Gegner umzubringen. Und es sind immer noch exakt dieselben Gegner wie im ersten Level? Da hätte man doch jetzt wenigstens irgendwie, keine Ahnung, ein Messerwerfer, wenn man bei der Thematik irgendwie bleiben will, irgendwie machen können. Ja, wie soll ich da jetzt vernünftig hochkommen, um den zu erledigen? Ne? Er kommt jetzt runter, ich bin tot. Ich kann ja nicht hochschießen, ich kann nicht springen schießen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal kurz das dritte Level an, ob das Wesen irgendwie anders ist. Naja, also es ist schwer und schlecht. Und es ist nicht auf irgendeiner tollen Ebene schwer. Ne? Es gibt ja Spiele, die sind schwer, weil die haben aber irgendwas, dass es trotzdem das Gameplay fluppt und man weiß, alles klar, es liegt an mir, ich muss jetzt hier einfach durchfluppen. Aber das ist halt einfach nur nervig schwer. Ne? Weil das Spieldesign nicht so ist. Okay, mein Fehler. Noch dieselben Gegner. Gibt es hier andere Gegner als die hier? Das ist jetzt das dritte von vier Leveln. Nehmen wir mal an, dass man hier alle proben kann und es gibt nicht noch mehr. Ich habe jetzt wie immer nicht vorher groß recherchiert. Und wir sind hier immer noch bei denselben Gegnern, die vielleicht etwas schneller im Rennen sind. Aber gegen Schnelligkeit anzukämpfen ist jetzt nicht unbedingt die Stärke des Navy Seals. Also dadurch haben sie jetzt so etwas mehr Schwierigkeits irgendwie reinportiert oder wie muss ich das sehen? Und gibt's auch mal andere Waffen? Warum konnte ich die Punkte jetzt nicht einfach einsammeln und ich... Also... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Entwickler ein Level gebaut haben mit einem Gegnertyp zum Testen. Meinen so, ja, reicht schon für einen Gameboy, ne? Oh, es kriecht einer. Die neuen Gegner sind Gegner, sind dieselben Gegner, die halt plötzlich das Kriechen oder das Rennen irgendwie für sich entdeckt haben. Ach, ich wollte jetzt nicht nochmal dasselbe Level spielen. Aber, also... Ich resette das hier einfach mal. Und ich gucke mal das letzte Level ran. Ob es da eventuell auch mal andere Gegner gibt. So, Practice Level 4. So. Habt ihr das gesehen? Zwei Rennen und andere kriecht. Weil das hat er jetzt gerade neu für sich entdeckt, das Kriechen. Und deswegen... Muss er auch so attackieren? Statt irgendwie das Kriechen oder das Rennen für sich zu entdecken, wie wäre es mal, wenn sie sich irgendwie mal Schusswaffen erschließen würden? Oh! Es ist ein neuer Gegnertyp mit zwei Messern, der kriecht! Und mit Messern... Das ist die Variation, dass er statt ein Messer zwei hat und kriecht. Hut ab vor diesen Ideenreichtum. Ich wäre niemals ungelogen auf solche Ideen gekommen. Aber so viel zu dem Spiel. Ich kann mich nicht überwinden, ich sag noch mehr zu spielen. Also auch hier wieder, ich sag's. Bei fast jeder Folge mit etwas mehr Feinschliff hätte man was draus machen können, aber so, no, 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 no. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.